Es ist wieder soweit. Ich habe mein Kind rausgeholt. And I'm back. Ich war die letzten Monate übel in so einem Leserut und hatte gar keine Lust zu lesen. Ich glaube, es ist Zeit, einen Genrewechsel zu machen. Denn ich habe eine sehr lange Zeit hauptsächlich nur so Selbsthilfebücher gelesen und spirituelle Ratgeber oder Ratgeber allgemein für jeglichen Anlass in meinem Leben, weil ich jetzt einfach merke, ich brauche gerade nicht diese Selbsthilfebücher, um Spaß am Lesen zu haben, sondern ich bin in meiner Dark Romance Spicy Era im Dezember die Bad Kings Reihe gelesen, wo ich sagen muss, also der Plot ist jetzt, ich habe jetzt nur die ersten zwei und das dritte habe ich so ein bisschen angefangen gelesen, weil es sehr repetitive wurde, aber ich meine, wenn ihr einen guten Spice lesen wollt, dann und ein bisschen, oh, dann sind die Bad Kings, dann ist diese Bad Kings Serie wirklich sehr gut, aber erwartet jetzt keinen tiefen Plot. Ich bin noch relativ neu in dem Genre. Das letzte Spicy Buch, was ich gelesen habe, war zwei Jahren, war Punk 57 und das hat mir sehr gut gefallen. Und seitdem habe ich halt keine wirklichen Spicy Bücher mehr gelesen. Pablo, you have your stairs, use the stairs. Oh. Kurzer Einwand, ich habe Pablo so Treppen geholt, weil das Bett halt relativ hoch ist und er will sie einfach nicht benutzen. Ja, okay. Und ich möchte unbedingt Akotar und Fourth Wing anfangen. Das soll ja, das lese ich überall. Ich schaue diese eine YouTuberin übel gerne, Sisso. Die lebt in Korea und sie ist so ein bisschen meine Buchinspo für spicy Bücher. Ich habe jetzt angefangen, Twisted zu lesen. Dann ist mir aber nach 100 Seiten aufgefallen. Ich glaube, ich lese das falsche Twisted-Buch, weil das gab es halt bei Kindle Unlimited umsonst. Aber jetzt habe ich mal geguckt und ist eine andere Autorin, als die ihr mir erfunden. Diese Twisted-Reihe von Anna irgendwas. Und das ist eine Twisted-Reihe von jemand anders, was mich sehr an Bad Kings erinnert von der Schreibweise. Also der Plot, denke ich mir die ganze Zeit, the fuck. Aber die Sexszenen machen es wieder gut. Hab's wieder in meine Morgenroutine eingebaut, dass ich halt nicht ans Handy gehe, weil das habe ich die letzten Wochen auch wieder gemacht, dass ich dann halt morgens einfach sofort auf Instagram war und so. YouTube ist für mich was anderes. Ich mache YouTube morgens ganz gerne so auf dem Fernseher an, um mich einfach ein bisschen berieseln zu lassen, auch für Content-Inspo für mich selbst. Aber vor allem Instagram merke ich, dass ich dann einfach langsamer in den Tag starte und auch weniger motiviert in den Tag starte. Eine weitere Sache, die ich wieder rausgeholt habe, die ich auch beim Aufräumen gefunden habe, ist mein geliebter Filofax. Filofaxing ist quasi wie so ein personalisierter Kalender und ihr könnt ihn euch quasi ganz selbst zusammenstellen und ich konnte mich nie von dem Filofax trennen. Ich habe ja auch versucht, so andere Kalender immer wieder zu benutzen, aber ich habe gemerkt, am besten funktioniert für mich Filofaxing, weil ich habe inzwischen ein Buch, wo ich jeden Tag meine Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Einmal, wo ich meine ganzen tiefen Gedanken aufschreibe, einmal einen Kalender, dann habe ich einen iPad-Kalender und ich war immer so, ich liebe die alle separat, aber zum Reisen ist es so, oder wenn ich unterwegs bin und in einen Café gehe, ist es so nervig, 5 Bücher mit mir rumzutragen, für den Fall, falls ich mal was aufschreiben will. Und deshalb habe ich mir jetzt wieder meinen Filofax eingerichtet. Ich liebe es und es macht so viel Spaß und ich habe halt das Gefühl, dass ich jetzt alles auf einer, in einem Heft habe. Und das ist so cool, weil man es halt so easy personalisieren kann. Und ja, ich bin irgendwie wieder richtig into it und mich motiviert das auch voll. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr keine Geburtstage zu verpassen, deshalb schreibe ich alle wichtigen Geburtstage auf. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen frisch gemacht, habe gefrühstückt und jetzt muss ich das Zimmer hier oben ein bisschen aufräumen. Ich habe die letzten Tage schon mich um das Sideboard und die ganzen Schubladen hier gekümmert und die alle organisiert und heute will ich meinen Kleiderschrank etwas in Ordnung bringen. Bald muss ich meine ganzen Wintersachen aussortieren, aber ich habe das Gefühl, ich kann noch, bis ich aus LA wiederkomme, die Wintersachen drin lassen. Ich muss einfach heute die Wäsche einräumen. Ich habe gestern super viel Wäsche gewaschen und muss alles so zurück an seinen Platz bringen und ich dachte, wir können einfach zusammen aufräumen, weil ich das immer voll wholesome finde und ich muss Bett abbeziehen und waschen, weil das ist bei mir so drin, dass ich wirklich jeden Samstag mein Bett waschen muss. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht in meinem Bett schlafen. Früher, okay, ich will nicht eklig klingen, aber früher war ich wirklich so alle 2 Wochen mal das Bett waschen. Ich weiß, man sollte es nicht machen, aber irgendwie war es mir damals egal. Aber jetzt muss ich spätestens nach einer Woche das Bett waschen. Und ich finde, es gibt kein besseres Gefühl, als ein frisch gewaschenes Bett da drin schlafen zu gehen. Oh, wenn es noch im Garten trocknen kann und es dann so nach frischer Wäsche riecht. Oh.
Darum merkt man wahrscheinlich auch, dass man älter wird. Aber wir werden jetzt die Wäsche zusammen wegräumen und dann muss ich mich, glaube ich, auch schon langsam fertig machen, weil ich glaube, die Mädels wollten sich gegen eins treffen. Die Hose ist diese extrem coole Leo-Hose, die ich über alles liebe, von Ganni. Der Pulli ist schon super alt, von Brandy Melville war der, meine ich. Und als Parfüm-Kombi habe ich eine neue Lieblingskombi für mich entdeckt. Ich bin mich gerade so am Suchen nach einem neuen Parfüm, weil ich will irgendwie gerne mal sowas Vanille-mäßig ausprobieren. Und ich habe ja im Dezember und Winter über Cloud von Ariana voll gerne benutzt. Aber ich habe jetzt mal diese beiden hier rausgeholt und probiert. Und zwar ist es einmal Lost Cherry von Tom Ford. Das riecht einfach wie so ein Kirschbonbon. Das riecht so gut. Und dann habe ich von Kayali das Vanilla-Parfüm rausgeholt. Das ist ja auch so mega, mega gehypt, Vanilla 28. Und ich finde, zusammen riecht es einfach wie so ein Vanille-Kirschbonbon. Mache ich immer so 2 Sprüher von Lost Cherry und 3 von dem Vanille. Und ich finde, das riecht zusammen richtig nice. Und die Sonnenbrille hier, ich mag so sleek Sonnenbrillen. Und ich finde, Mango hat mit die besten Sonnenbrillen. Weil entweder kauft jemand so No-Name-Läden in Palma meine Sonnenbrillen oder halt bei Mango. Weil ich finde, die haben die besten Sonnenbrillen, die halten gut und sind nicht unnötig teuer. Weil ich sehe es halt einfach nicht ein, 300 Euro für eine Sonnenbrille auszugeben, wenn ich sie wahrscheinlich eh zerkratze oder verliere. Momentan sind die Sahara-Stürme hier. Der Wüstensand kommt hier rüber gestaubt. Mein Auto war gestern noch komplett sauber. So sieht das aus nach einer Nacht draußen stehen. Das gesamte Auto, Leute. Ai, ai, ai. Daheim nach einem super schönen Tag aus. Es war so ein richtiger Girls Day und ich habe es einfach geliebt. Ja, wir waren den ganzen Tag zusammen unterwegs. Wir waren erst zusammen in so einem botanischen Garten bei Mendeja und waren bei einem richtig süßen Café, was Maike mir gezeigt hat, weil ich wollte da unbedingt hin. Ich verlinke euch den Namen hier. Das ist so süß, so gutes Essen, so guter Chai. Also wenn ihr einen guten Kaffee braucht, geht da hin. Dann sind wir noch weiter ins Hotel Corazon. Das ist ein neues Hotel auf der Insel und das ist so Hippie-Boho-mäßig gemacht, aber nicht dieses klassische Boho, was man von Bali kennt, sondern halt irgendwie mehr so wie Boho-Style in Richtung, ich sag mal so Palm Springs-Vibes, I don't know. Wow, also das war ein richtig schöner Tag und ich habe richtig das Gefühl, dass ich es so genossen habe, weil wir so viel gemeinsam hatten und ich liebe das einfach, wenn man sofort mit Leuten klickt und es einfach passt und man sich nicht irgendwie weird verstellen muss oder nichts Unangenehmes, sondern es einfach sofort harmoniert. Voll mit Liebe und habe mich so gefreut, dass weil wir über so viele verschiedene Themen auch geredet haben, wo ich mir so gedacht habe, ja. Und ich habe sowas voll manifestiert und dass das jetzt so schnell in die Realität gekommen ist, noch schöner. Also ich freue mich mega. Social Batteries sind zwar gerade etwas ausgelaugt, aber in the best way possible. Und ich mache gerade noch meine Abendroutine. Ich habe ja meine Routine echt krass minimiert, muss ich sagen. Und habe gemerkt, dass meine Haut so viel besser geworden ist und sich so viel mehr ausgeglichen hatte, ich nicht mehr so Rötung und krasse Breakouts habe. Ich habe immer noch mal vereinzelt Pickel, aber nicht mehr diese großen Cluster. Und ich glaube, das liegt teils daran, dass meine Hautbarriere einfach super lange im Arsch war. Ich benutze immer noch meine Schwefelseife, das funktioniert super für meine Haut und hilft dabei, dass meine Haut gar nicht mehr so krass ölig ist wie davor, weil meine Haut war so ölig davor. Ich kriege gar keine öligen Patches hier mehr auf der Stirn. Und was ich da noch benutze, ist immer Niacinamide. Mein letztes hatte ich von The Inkilist, das fand ich auch richtig gut, aber jetzt habe ich mir mal wieder das von The Ordinary Dust.
Knives in Mind und Sink nach Gold, das ist eigentlich mein Lieblings und ich finde für den Preis ist das unschlagbar. Und ich habe mir auch Rosenwasser selber gemacht. Ich liebe es mir so Öle und Rosenwasser selber zu machen. Ich liebe halt so natürliche Kosmetik und ich sage nicht, dass natürliche Kosmetik immer besser ist. Manchmal braucht man auch aktive Inhaltsstoffe, um wirklich die Haut in den Griff zu bekommen. Aber für meine Haut hat es wirklich sehr gut funktioniert, mehr so Back to Basics und Back to Nature Produkte zu nutzen. Deshalb liebe ich auch die Caudalie-Reihe. Aber das ist ein Öl und zwar ist das Rizinusöl gemischt mit Mandelöl und Weihrauch, also Frankincense Oil. Und das hilft so gut dabei, meine Haut in den Griff zu bekommen. Und gibt einen noch einen richtig schönen Glow. Das nutze ich abends, weil es halt ein bisschen ein dickeres Öl ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich seitdem viel weniger Pickel habe als vorher. So auch über meine Augenbrauen, weil Rizinusöl ist auch übel gut für eure Augenbrauen. Und meistens lasse ich es dann einfach so, weil das Öl halt schon so super nährend ist. Und ich gebe das auch gerne auf meinen Hals. Und das hier, die Laneige Retinol Cream. Die haben die mir mal letztes Jahr irgendwann zugeschickt. Ich liebe die. Ich finde die so gut. Und die mache ich halt immer über das Öl, damit, weil Retinol halt sehr stark ist. Und damit das nicht so krass meine Hautbarriere angreift. Ich nutze es aber nur dreimal die Woche. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen. Noch ein bisschen Real Housewives of Miami gucken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ansonsten morgen wieder. Ich habe mir heute einen ganz entspannten Sonntag gemacht. Eigentlich wollte ich heute so ein bisschen Admin-Work machen, aber ich habe gedacht, nee, das mache ich morgen und nutze heute den Sonntag einfach, um schön zu entspannen. Ich habe ja gestern alles schön aufgeräumt, habe das Bett frisch gewaschen und heute will ich so ein bisschen meine Sommersachen raussuchen und schon mal Outfits für LA planen. Ich bin so entspannt mit Packen geworden, dass ich einfach wirklich so eine halbe Stunde vor Abflug einfach anfange zu packen, also bevor ich zum Flughafen muss. Und meistens, wenn ich so nach Thailand oder so fliege, funktioniert das gut, weil da nehme ich dann wirklich nur die Dinge mit, die ich wirklich liebe. Aber in LA habe ich das Gefühl, wird der Vibe ein bisschen anders und da nehme ich auch einen Koffer mit und nicht nur meinen Rucksack. Und mit dem Koffer tendiere ich dazu immer zu überpacken, weil ich mir denke, ach, das kann auch noch mit. Und ich will aber möglichst gerne nur Outfits, die ich wirklich anziehe, mitnehmen. Weil ich mag es überhaupt nicht zu überpacken. Ich mag es lieber weniger dabei zu haben, weil dann fühle ich die Outfits immer richtig, die ich trage und die Teile, die ich dabei habe, als super viel dabei zu haben und dann überfordert zu sein mit der Auswahl. Anyways, ich habe mir gerade ein Schokoladen-Croissant fertig gemacht und dabei schaue ich The Anna Edit. Sie habe ich vor knapp 10 Jahren, war sie einer meiner liebsten YouTuberinnen in der Zeit von Zoella. Die hat schon immer so Sit-Down-Favoriten-Videos gemacht, als Favoriten-Videos noch The Thing on YouTube waren. Und ich liebe Favoriten-Videos und sie macht halt so 30 Minuten lang Long-Extended-Videos und ich liebe das. Vor allem morgens an so einem Slow-Morning, da mache ich meinen Kaffee dazu. And life is just good. Life is good. Heute werde ich einfach den Tag alleine genießen. And that's also very nice. Für Fashion Inspo schaue ich immer bei Nisi vorbei. Ich liebe ihre 7 Days 7 Look Videos. Ich finde, sie hat so einen tollen Style, der so elevated und einfach immer schick ist. Ich finde, an manchen Leuten, die werfen sowas über und das sieht so effortless aus und die tragen das Outfit. Andere Leute stylen ein Outfit nach und es ist dasselbe Outfit, aber es landet einfach nicht gleich. Aber ich finde es so interessant, dass es halt, manche Leute können einfach Outfits tragen und die tragen die richtig. Und bei anderen sieht es irgendwie immer gewollt aus. Ich habe das auch so oft, dass ich mir denke, wow, voll das krasse Outfit. Und dann bin ich so, ich sehe so try hard aus. Und ich wünsche, dass ich so effortless sein könnte und einfach so ja, das bin halt ich wäre. Aber ja, das ist so einer meiner Ziele, mehr so richtig gute Schnitte und Stoffe zu finden. Das geht ja dann mit meinem Low-Buy irgendwie Hand in Hand, dass ich halt weniger kaufe und dadurch dann bessere Teile kaufe, anstelle immer nur Zara oder keine Ahnung was. Aber ich will wirklich, dass mir alles in meinem Kleiderschrank richtig passt. Irgendwie habe ich jetzt schon wieder Lust, alles in meinem Kleiderschrank anzuprobieren, aber ich habe gestern erst aufgeräumt, also machen wir das heute nicht. Ich backe momentan am Wochenende immer voll gerne Kuchen und deshalb werde ich heute einen Apfelkuchen machen, weil ich ungefähr noch 20 Äpfel habe, die gegessen werden müssen. Und das mache ich einfach im Thermomix.
Da ist der Kuchen der Woche. Apfelkuchen. Yay. So, ich habe noch Hummus selber gemacht. Das wollte ich die ganze Woche auch noch machen. Und das geht wirklich super schnell und einfach im Thermomix und schmeckt richtig lecker. Und dann habe ich noch Leftover Tomatensuppe. Und das werde ich jetzt mit ein bisschen Brot und Hummus zum Mittagessen. Janik und ich haben gerade Podcast aufgenommen. I love that. So, meine süßen Engel, bevor ich dieses Video jetzt heute beende, wollte ich zum Schluss noch einen kleinen Talk mit euch haben. Ich fand es irgendwie am letzten Vlog voll schön, dass sich so viele dann angesprochen haben. Da hatte ich das ja mit den Freundschaften und Introvertiertsein angesprochen. Und das hat mich so ein bisschen motiviert, heute auch nochmal so eine kleine Anekdote euch mitzugeben. Sich selber Regeln aufsetzen. Ich habe mir selber dieses Jahr die Regel gegeben, ein Low-Buy-Year zu machen und habe dafür auch so eine Guideline gehabt. Und das Interessante daran ist, ich bin gescheitert. Also, beziehungsweise, glaube ich, bin ich nicht wirklich gescheitert, denn ich habe das Gefühl, und das war ja auch mein Ziel, dass mein Konsum bewusster ist. Aber ich bin trotzdem einfach von Natur aus ein super spontaner Mensch. Und ich bin vom Herzen her der größte Freigeist, den ihr wahrscheinlich jemals treffen werdet. Also man kann mich nicht in eine Box packen und ich möchte das auch nicht. Und ich möchte mir auch selbst das nicht mehr so auferlegen. Und jedes Mal, wenn ich das versuche, sei es mit Uni oder sei es mit Workout oder gesund ernähren oder neuen Hobbys, dann jedes Mal, wenn ich sage, okay, das ist jetzt mein Ding und das mache ich jetzt, sobald ich dann ein Label drauf mache, will ich es nicht mehr oder suche ich neue Sachen, die ich dann mache, weil es sich dann gezwungen anfühlt. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, vor allem auf TikTok und so, ist mir das so, also ich habe keinen TikTok, aber auf Instagram ist mir das so aufgefallen, irgendwie in unserer Generation wollen alle so gerne unique sein und anders sein, aber trotzdem eine Aesthetic haben. Und dann gibt's Clean Girl Aesthetics und dann gibt's, keine Ahnung, Farmcore Aesthetic oder was auch immer es gibt. Für alles gibt's eine Aesthetic und ich denke mir so, warum müssen wir uns unbedingt immer in eine Aesthetic, in eine Box tun? Jetzt bin ich Minimalist, jetzt bin ich vegan, jetzt bin ich das, wenn man einfach du selbst sein solltest. Und wenn du dich vegan ernährst, dann ist das cool. Und wenn du dich als vegan labeln möchtest und dir das hilft, dann ist es auch vollkommen okay. Aber ich rede jetzt vor allem für die Leute, die vielleicht so ähnlich sind wie ich, die so sehr freigeistlich sind und gerne viele Dinge ausprobieren, aber auch oft scheitern. Und das kann, glaube ich, auf Dauer, wenn man sich dem nicht bewusst ist, dass das einfach Teil der Persönlichkeit ist, dass man so ein, ich glaube, dafür gibt es ein Wort, Sophia Del Mar hat dazu mal ein richtig cooles Video gemacht, da kann ich euch, oder so ein Short, das verlinke ich euch mal. Weil ich bin so eine Person, ich liebe es einfach, neue Dinge auszuprobieren, aber nicht unbedingt alles muss für die Ewigkeit sein. Und ich versuche halt, Balance zu finden. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel. Dass ich aufhöre, mir ständig Labels zu geben für irgendwas auf mein ganzes Leben bezogen und einfach lebe und die gesunde Mitte finde. Und das ist leichter gesagt als getan für mich persönlich, weil ich halt immer in Extremen gelebt habe. Es fällt mir jetzt schon bereits deutlich leichter als noch vor 3 Jahren oder so. Aber ich merke in gewissen Dingen, sobald ich mir ein Label gehe, wie zum Beispiel, ich will weniger kaufen, was ich letztes Jahr ganz automatisch schon von alleine gemacht habe, ohne mir zu sagen, hey, ich will weniger kaufen. Als ich es zum Label gemacht habe, war mein Fokus nur noch darauf. Und das ist genauso zum Beispiel, wenn ich versuche, weniger Gluten zu essen. Ich mache das eigentlich unterbewusst, esse ich sehr wenig Gluten. Sobald ich mir das Ziel setze, okay, jetzt die nächste Woche esse ich gar kein Gluten, alles, was ich essen will, ist Gluten. Und dafür gibt es auch, ich habe darüber mal eine Studie gelesen, da gibt es auch bestimmte Dinge, die bei uns im Kopf dann passieren, die sich dann, wenn man sich etwas verbietet, deshalb funktionieren Diäten auch nicht, dass der Kopf dann eigentlich genau das unterbewusst die ganze Zeit will. Wie gesagt, ich bin noch immer am Low-Buy hier ran, aber es war ein bisschen ruckelig. Ich hatte so zwischenzeitlich ein paar emotionale Momente, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin gerade traurig, jetzt will ich shoppen gehen oder so. Ich will jetzt nicht krass shoppen oder habe krass viel Geld ausgegeben, aber ich habe 1-2 Teile gekauft. Da will ich auch nicht so tun, als hätte ich es nicht gemacht. Ich will da auch ehrlich mit euch sein. Ich hatte zuerst überlegt, erwähne ich das einfach nicht, aber ich denke mir so, nee, ich war immer ehrlich und jetzt will ich auch ehrlich bleiben. Und ja, und was dahin eingehend auch wichtig ist, vor allem, wenn ihr in der Öffentlichkeit stehen solltet oder Social Media viel benutzt, hört auf die Meinung von fremden Menschen im Internet zu hören. Und das meine ich mit den besten Intentionen, denn natürlich ist es schön, wenn man tolle Kommentare bekommt und ich freue mich so sehr. Unter fast jedem meiner Videos gibt es mindestens einen Kommentar von wegen, ich verfolge dich schon so lange und es macht mich so happy, dich zu sehen und ich will dann einfach zu euch gehen
Und ich habe wirklich, manchmal umarme ich meinen Laptop wirklich oder mein iPad, weil ich mir so denke, das ist so schön und das macht mich so glücklich. Klar gibt es einen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik, die man sich wirklich zu Herzen nehmen sollte, wie zum Beispiel, als ich den Fehler mit dem Temu-Video gemacht habe, wofür ich mich auch nochmal entschuldigen möchte. Ich habe mich zwar bereits entschuldigt, aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal machen. Das meine ich nicht. Aber ich meine zum Beispiel, wenn Leute sich ständig in euer Leben einmischen, was halt auf Social Media einfach passiert, ne? Wir Leute lieben es, unseren Senf dazu zu geben, ungefragterweise die meiste Zeit. Und das passiert ja nicht nur auf Social Media, sondern es kann ja auch in eurem Berufsfeld passieren oder vielleicht sogar in eurer Familie, dass eure Familie ständig irgendwelche Kommentare macht, wo man sich denkt, ey, hallo, ich habe nicht nachgefragt. Die wichtigste Meinung ist eure eigene Meinung über euch selbst. Und solange ihr da happy seid, scheißt auf alles andere, okay? Und bleibt euch selbst treu. Und ich habe wirklich gelernt, mir auch nichts mehr alles gefallen zu lassen, weil früher habe ich oft Kommentare bekommen, dachte mir, oh mein Gott, die Person muss so recht haben, ich muss mich jetzt ändern oder so. Und jetzt denke ich mir so, nein, ich weiß, ich habe inzwischen eine Meinung und die vertrete ich. Und davor hatte ich irgendwie keine Meinung, sondern ich war immer so, okay, so, ich habe zwar ein bisschen eine Meinung, aber irgendwie will ich auch nicht ganz eine Meinung haben und ich mache das, was bequem und einfach ist. Und heutzutage weiß ich, das kommt natürlich auch mit dem Alter, aber heutzutage weiß ich, das ist meine Meinung und diese Meinung möchte ich vertreten. Und klar mache auch ich Fehler, aber einfach alles, was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun hat, sage ich mal jetzt so, alles, was mit mir persönlich zu tun hat und meinem Charakter und sowas, da lasse ich mir gefühlt nicht mehr reinreden. Und das wünsche ich euch allen auch und das möchte ich euch nahelegen. Und vor allem für Frauen oder für Menschen, die sich dem Geschlecht der Frau zugeschrieben fühlen, ist es, glaube ich, nochmal schwerer in der Welt, in der wir leben, seiner Meinung standzuhalten, weil wir es immer wieder gelernt bekommen, dass Frauen halt noch heute auch noch ihre Meinung nicht vertreten sollten oder ruhig sein sollen oder dann, wenn sie eine Meinung haben oder zu sehr positioniert sind in ihrer Meinung, dass sie dann zickig sind oder schwer mit zu arbeiten und keine Ahnung was. Also es gibt so viele Dinge, wo ich mir jedes Mal denke, ey, ist wirklich was, wo ich einfach jeden wünsche oder jeder Frau wünsche, dass sie irgendwann an dem Punkt ist und das will ich euch heute einfach mitgeben. Bleibt wie ihr seid, seid wie ihr seid und vertretet das und lasst euch von niemandem ändern. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.